Hallo, liebe E-Scooter-Freunde, herzlich willkommen zum weiteren Video von WMA hier bei YouTube. Wir haben ja bereits im letzten Video zusammen den schicken Monorim-Lenkungsdämpfer verbaut. Und denke, sind Sie alle einig darüber, dass das Ganze erstens sehr schick aussieht und am Ende eben auch von der Funktion her gut passt. Allerdings fällt jetzt natürlich auf, der ist rot, der ist gold. Muss sagen, dass mir das Rot doch deutlich besser gefällt als in dem Fall dieses Gold-Orange. Und ich mich von daher dazu entschieden habe, in diesem Video mit euch einen anderen Stoßdämpfer zu verbauen. Und zwar habe ich mir da eben auch von Monorim den Stoßdämpfer in Rot geholt. Das Ganze sieht so aus. Wir werden das Ganze jetzt eben auch zusammen montieren. Schauen wir mal, wie schnell das geht. Und ja, packt mir Kommentare, Fragen unten rein. Und ansonsten lasst es loslegen. Let's go. Dann schauen wir uns nochmal an, was in der Verpackung eben alles enthalten ist. Da haben wir hier einmal den Stoßdämpfer in Rot. Und, ne, da haut er ab. Und eben auch noch eine Ersatzfeder. Wie wir es eben auch schon kennen, können den Stoßdämpfer einmal kurz zusammen aufschrauben und schauen, welche jetzt verbaut ist. Das Ganze geht recht einfach. Einmal die Hülse oben öffnen. Dann das Ganze nach oben abnehmen. Schön den oberen Teil rausnehmen, kann man nicht viel kaputt machen. Und dann haben wir hier die gelbe Feder drin. Die lassen wir jetzt auch erstmal drin. Schauen dann eben im Nachgang eben auch mal, wie das Ganze federt. War ja auch die eine oder andere Frage gewesen, dass ich im letzten Video leider nicht darauf eingegangen bin, wie der Stoßdämpfer jetzt federt. Das holen wir natürlich entsprechend auch nach. So, dann haben wir wieder zusammengeschraubt und machen uns direkt mal ins Verbauen. Um den Stoßdämpfer rausnehmen zu können, müssen wir einmal hier oben den Bolzen rausnehmen und eben auch den Bolzen hier unten. Dazu werden wir als allererstes mal die Halterung vom Kotflügel lösen. Dann werde ich mal schauen, ob ich den Bolzen einfach so ein kleines bisschen rausklopfen kann. Dann lösen wir auch direkt oben noch die Imbusschraube. Hier wieder aufpassen, dass euch die Unterlegscheibe nicht verloren geht. Dann können wir den Dämpfer auch schon rausnehmen. Mal nach vorne klappen, unten ein kleines bisschen bewegen, dann haben wir ihn schon in der Hand. Dann nehme ich auch direkt den neuen roten zur Hand. Werde oben schon mal die erste Hülse durchstecken, dass er fixiert ist. Müssen wir schauen, dass wir unten alles wieder dementsprechend einfädeln. Kleines bisschen drücken. Dann können wir den Bolzen auch schon wieder einfädeln. So, dann haben wir den Bolzen auch schon wieder drin. Dann können wir einmal von der anderen Seite eben auch die Imbusschraube schon mal wieder aufsetzen. Und eben
auch dementsprechend das Schutzblech, den Kotflügel wieder in Position bringen. Ja, da haben wir es schon eingebaut. Und auch oben die letzte Schraube eben auch festziehen. An der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Eine Sache machen wir jetzt gleich noch, dafür werde ich die Kamera anders positionieren und zwar schauen wir noch einmal, wie der Dämpfer jetzt eben auch federt. Und dann werde ich euch das Ganze eben auch nochmal abfilmen, dass ihr quasi eben auch die Verbindung seht von quasi jetzt dem Stoßdämpfer eben auch zum Lenkungsdämpfer. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Abo da, Daumen nach oben, schreibt mir Fragen, Anregungen eben auch in die Kommentare. Lasst mich gerne wissen, was wir zusammen als nächstes umbauen sollen. Und an der Stelle vielen Dank, schönen Abend, bis zum nächsten Video. Ciao.